Hallo und herzlich willkommen bei MoxGout, deinem Kanal für interessante Lego-Sets und spannende Eigenkreationen aus Klemmbausteinen. Nachdem ich ja bei dem letzten Super Mario Expansion Set nicht so begeistert war, habe ich jetzt wieder was von Hiddenside. Hiddenside ist ja lange an mir vorbeigegangen und jetzt, kurz bevor manche der Sets end of life gehen, habe ich dann doch nochmal zugeschlagen, habe euch schon zwei tolle Sets vorgestellt, die 70420 und die 70437, die geheimnisvolle Burg und den geheimnisvollen Friedhof. Und jetzt geht es noch weiter mit einem weiteren Set, der 70419, der Hiddenside, dem Hiddenside gekenterten Garnelenkutter oder eben Wrecked Shrimp Boat. So, das Set ist von 2019, also noch nicht so alt. Und kostet 30 Euro. Teile bekommt ihr 310, das heißt kein besonders tolles Preis-Leistungs-Verhältnis hier. Das ist ein Set, was man auf zwei Arten und Weisen aufbauen kann. Einmal als Garnelenkutter und einmal als quasi gekenterten und zerbrochenen Garnelenkutter auf so einem Felsen hier drauf, wie ihr es hier auch seht. Und in diesem Zustand hat es die Maße von ungefähr 17 cm bis zur Antenne, 25 cm Breite und 15 cm Tiefe. Dass ihr eine grobe Vorstellung kriegt, jetzt mal ohne diese separaten Elemente hier. Ihr baut es in ungefähr 25 Minuten auf, je nachdem wie schnell ihr seid. Es ist ein 7-Plus-Set, von daher ist es sehr einfach aufzubauen. Es gibt jetzt keine irgendwie auffälligen, interessanten Bautechniken. Und ihr bekommt Prints, wenige und viele, wie ich finde, Aufkleber. Das ist der Aufkleberbogen. Und leider sind hier auch ein paar Aufkleber drauf, die tatsächlich relevant sind, die in der Optik fehlen. Wie ihr hier schon seht, da fehlt einfach der Rettungsreifen. So, ihr kriegt eine Anleitung, ein Booklet, das hat etwas über 100 Seiten, funktioniert gut, ohne Probleme. Und das Problem mit den Hiddenside-Kartons habe ich ja schon angesprochen. Vorne erkennt man nicht so richtig, was drin ist. Nur wenn man es umdreht, dann sieht man, was man aufbaut, und das schreckt sicherlich den einen oder anderen Kunden ab. Unter anderem das. Die Hiddenside-Serie ist ja aktuell nicht sehr erfolgreich, deswegen gibt es die eben mit entsprechend Rabatt. Eben auch das Smartphone-Feature. Man braucht zum vollen Spielerlebnis tatsächlich ein Smartphone. Früher hat es die Kreativität der Kinder getan, heute haben sie nicht mehr so viel Kreativität offensichtlich und heute brauchen sie Unterstützung mit dem Smartphone. Es gibt hier sowas wie Grundplatten, es gibt hier ein paar Olive Plates, die sind ganz schick hier unten dran. Aber ansonsten gibt es hier keine in dem Sinne Grundplatte. Besondere Teile gibt es schon, und zwar an dem Schiffsrumpf hier. Ich nehme mal gerade diesen Schiffsrumpf ab. Da seht ihr das. Hier unten haben wir diese, ja, das sind Cockpit-Teile zum Teil. Und dann auch so inverted slope-mäßige Seitenteile hier in Dark Brown. Die sind tatsächlich in den Farben relativ selten. Hier unten auch nochmal so Cockpit-Teile. Die kann man, also das Schiff kann man dann eben entsprechend auch zusammensetzen. Und dann habt ihr den Felsen separat, das Schiff und ein Albino-Krokodil, was auch sehr schick und sehr selten ist, beziehungsweise in dem Set, glaube ich, nur ein, also das erste Mal in dem Set vorkommt. Und hier unsere beiden Abenteurer Jack und Parker mit ihren Smartphones in der Hand. Interessanterweise sitzen die hier in einem Kajak, und auf dem Bild vorne ist es, oder hinten ist es auch abgebildet, dass der in der einen Hand hat das Smartphone, in der anderen Hand hat das Paddel. Also Logik bleibt so ein bisschen auf der Strecke. Die sollten lieber ihre Smartphones außen vor lassen und einfach so auf Entdeckungsreise gehen. Unser liebes Albino-Krokodil ist sehr schick, hat aber unten einen blauen Pin. Von daher, ja. Wir gehen aber trotzdem mal durch die Figuren durch. Wir haben hier unseren Captain. Ich kenne die Namen jetzt nicht so exakt. Ich müsste mal nachgucken. Der hat eine tolle Regenmontur, wie man sie auf Fischkuttern so hat. Dieses Yellowish-Green, jetzt weiß ich es nämlich, Yellowish-Green-Säbel ist tatsächlich etwas, was er dann nach seiner Verwandlung tragen kann. Man kann ihn nämlich mit so einem Monsterkopf hier, wird das scharf, Monsterkopf und ein paar Tentakeln, was frappierend an Fluch der Karibik erinnert, kann man ihn zu einem Seemonster umbauen. Wir machen das mal einmal. Ihr wisst ja, ich finde das alles andere als toll, diese Monstergeschichten. Mir tut es das hier voll als Fischkutter. Ich brauche da nicht noch irgendein Monster. Jetzt ist der Kopf im Schädel stecken geblieben. Der Kopf im Hut stecken geblieben. Jetzt brauchen wir hier Hilfe mit einem kleinen Technikpin. Hoffe ich, dass ich den hier rausgenackelt kriege. Wenn nicht, muss ich, glaube ich, ein wenig Hilfe bemühen. Naja, ihr habt es gesehen. Ich krieg's nicht raus, tut mir leid. Aber so sieht das Viech aus. Mit Schädel, dem anderen Schädel. Ah, warte mal, wir machen das jetzt so. Wir setzen den Kopf nochmal drauf, dann geht nämlich der Hut ab. So, und dann kriegen wir den
Schädel auch wieder richtig drauf. Also, tut mir leid für die kleine Verzögerung. So sieht das Monster dann aus. Der Kopf muss noch ein bisschen weiter drauf, glaube ich. So. Also, ich finde das nicht besonders ansprechend. Und ich finde auch, dass diese Hidden Side Sets, die haben einfach von ein paar Sachen zu viel. Die haben eben dieses Monster-Element, die haben dieses Smartphone-Element. Und wenn sie das nicht hätten, dann wären sie bei weitem nicht so spektakulär vielleicht, aber sie wären ganz, ganz tolle Sets, ohne den Gruselfaktor, die man Kindern bedenkenlos empfehlen könnte. Aber Lego verfolgt offensichtlich da eine andere Strategie. So, das war die eine Figur. Jetzt haben wir da noch einen Seemann-Kollegen hier. Der guckt verschreckt. Von hinten bedruckt, der ist sehr schön. Ich finde überhaupt, dass dieser Garnelenkutter so von der Optik her, der passt toll zum alten Angelladen. Und das ist auch so ein bisschen ein Grund, warum ich das Set tatsächlich mir besorgt habe. Es hat hier noch ein paar schicke Steine. Damit hat es auch noch ein Geheimnis auf sich mit dem Felsen, zeige ich euch gleich. Und dann hier unsere beiden Freunde Parker und Jack mit ihrem Hund. Die haben wir schon mehrfach gesehen. Die sehen eigentlich fast immer gleich aus. Das sind irgendwie so moderne Smartphone-Kids mit Hoodie, mit verrückter Frisur und zerrissenen Hosen. Warum die Leute zerrissene Hosen tragen, werde ich nicht verstehen. Ich habe auch mal zerrissene Hosen getragen, bis ich dann festgestellt habe, dass die einfach viel schneller kaputt gehen. Und dann habe ich sie nicht mehr getragen. So, und nachdem ich gesehen habe, wie die Hosen hergestellt werden. Die werden nämlich bewusst kaputt gemacht von schlecht bezahlten Menschen in fernen Ländern. So, also Felsen. Hier gibt es den Felsen. Nett gemacht und da versteckt sich ein Monster. Ja, das ist schön versteckt, das ist ein schönes Spielfeature. Hier wieder dieses Yellowish-Green mit den fiesen Augen, aber hier halten sich die Hidden-Side-Elemente tatsächlich ein bisschen im überschaubaren Rahmen noch. Ja, mit den Teilen kann man viel anfangen. Hier sind wieder diese A-Shaped Plates in Dark Bluish-Gray drin, die hier diesen Winkel erzeugen. Und mit den beiden Achsen könnt ihr die Bootsteile hier prima drapieren. So. Das Krokodil, genau, kann den Schwanz bewegen, kann das Maul auf und zu machen, hat rote Augen. Und eigentlich müsste man diesen Pin ersetzen durch einen Tan-Pin, den es mit einem etwas längeren etwas längeren Teil, was raussteht, gibt es den auch. Genau den Technik-Pin gibt es nur in Blau, meine ich, und in noch einer anderen Farbe, in Schwarz. Aber in Tan gibt es da schon einen ähnlichen Pin. Ich muss das mal probieren, ob das eventuell funktioniert. So. Okay, ihr kriegt dann hier diesen Garnelenkutter. Da ist hier übrigens eine bedruckte Konsole, so ein Sonar oder was auch immer das ist. Und hier gibt es auch noch ein paar andere interessante Teile. Zum Beispiel hier diese, ja, wie soll man sagen, dieses Dach. Das ist so eine Wedgeplate in Sandgreen. Die gibt es meines Wissens auch nur in der Farbe hier in diesem Set. Und auf den Rettungsringen fehlen eben die Aufkleber, nicht? Da muss normalerweise, kommt hier doch eine Nummer hin, dann kommt der Name hier hin. Ich glaube, Maria heißt das gute Schiff, ja. Und das trägt schon noch zur Atmosphäre bei. Da fehlt jetzt schon so ein bisschen was. Sieht ein bisschen nackig aus. Dann haben wir hier hinten eine Kiste mit eben Shrimps. Shrimps sollen die Teile hier sein, offensichtlich. Das ist einfach nur so ein Horn auf zwei Round Plates. Und da sind noch zwei Flat Silver Fische drin. Und hier diese tolle Medium Flash oder eben Medium Nougat, dieser Container. Den finde ich sehr schick. Also sicherlich sind da ein paar Teile drin, die man verwenden kann. Auch hier dieses Zugfenster, das ist eigentlich von einem Zug ein Fenster. In Schwarz ist das meines Wissens auch relativ selten. Aber die paar Teile rechtfertigen halt nicht den Preis. Und dann habt ihr hier neben diesem fetten Motorteil, was eigentlich auf ein Auto gehört, habt ihr hier diesen Drehmechanismus, der diese verschiedenen, also diesen Farbselector, der die verschiedenen Farben für diese Hidden Side Features mit dem Smartphone aktiviert. Wie gesagt, ihr kennt mich bei Hidden Side. Mich interessiert Smartphone nicht. Ich probiere das nicht aus mit Smartphone. Mich interessiert das Lego-Set an sich. Denn wenn ein Set tatsächlich dann irgendwann dann gar nicht mehr ohne Smartphone geht, wenn es nicht mehr funktioniert ohne Smartphone, dann werde ich es auch nicht testen. Weil wenn man damit keinen Spaß haben kann, wobei das wird es nicht geben. Ja, wenn man damit keinen Spaß haben kann, dann brauche ich es auch nicht. Aber letzten Endes, wenn ihr Steine kriegt, könnt ihr daraus halt immer irgendwas machen. Und wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis gut ist, dann kann man das Set kaufen. Hier ist das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht arg gut, das sage ich schon mal vorher. Also ihr kriegt so einen kleinen Kutter, den kann man, wie gesagt, hier in der Mitte auseinandernehmen.
blaue Pins. Witzigerweise sind da auch nochmal Schrottfarben im Rumpf verbaut. Das sieht man hier, vielleicht sieht man das, wenn man da durchguckt. Da ist ein 2x4 Bright Pink Brick drin. Und hier sind zwei, die sieht man natürlich nicht, aber da sind zwei 1x3 Plates in Lime drin. Also ein bisschen Schrottfarben haben sie dann doch wieder reingemogelt. Ansonsten sind die Farben hier schön. Also selbst auf dem Motorenteil muss übrigens ein Aufkleber. Hier oben muss ein Aufkleber drauf. Also Aufkleber sind ein bisschen viele. Trotzdem ist einfach, also obwohl es ein kleines Set ist, sind es viele Aufkleber. So, also was kann dieses Set? Man kann es eben hier drauf packen. Man kann damit hier rumschippern, man kann spielen, man kann hier irgendwie sagen, hier Bootsmannschaft kommt. Hier steht der Kollege vorne. Hier kommen unsere Kollegen angeschwommen. Also man kann hier jede Menge spielen. Man kann hier Schiffbruch spielen. Beim Schiffbruch fällt dann vielleicht einer ins Wasser, verwandelt sich dann in Monster, wie auch immer. Und dann strandet das Schiff hier auf dem... Ja, verkehrt rum. Ich weiß gar nicht. Es gibt hier... Irgendwie gibt es eine sinnvolle Richtung, wie das hier aufgehört. Ich glaube, so gehört es hier drauf. Na? So, dann landet das Schiff hier auf dem Felsen und dann kommt hier das Monster und der verwandelt sich wie auch immer. Ja? Das kann man gestalten, wie man möchte. Man kann hiermit spielen. Spielspaß ist gegeben. Und dadurch, dass man die Insel hat, erhöht sich der Spielspaß auch. Aber wie gesagt, das ist ein schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis. Neben all den schönen Teilen und die Aufkleber. Das Problem ist mit den Aufklebern, wenn man sie weglässt, ist blöd. Weil dann fehlt halt hier zum Beispiel der Rettungsring. Und wenn man sie dran macht, ist auch blöd. Weil dann sieht es halt irgendwie billig aus. Man muss sie halt super sauber draufkleben. Von daher, das ist schon ein echter Abzug hier. Also, unterm Strich ist das für mich hier ein nettes Boot. Ja, ein nettes Boot, was man vielleicht einfach mitnimmt, wenn man es wirklich günstig kriegt und zum alten Angelladen dazu packt. Also 20 Euro fände ich hier, glaube ich, angemessen. 30 Euro sind zu teuer. Aber das wisst ihr sicherlich auch. Und deswegen ist dieses Set auch nicht so erfolgreich am Markt. Ja, also die Steine, kann man ein paar Steine ausschlachten, aber kommt immer so ein bisschen drauf an, was man bauen will. Ja. Vielleicht benutze ich das Krokodil dann tatsächlich nochmal für einen Mock tatsächlich auf einer Burg. Und so einen Geisterhund, den kann man ja auch mal auf einer Burg unterbringen. Das könnte ich mir vorstellen. Aber dieses elendige Smartphone-Rumgetour von Lego mit Super Mario haben wir es, mit Hidden Side haben wir es. Und es ist ja spannend, dass das alles so Serien sind, die nicht besonders gut laufen. Irgendeinen Grund wird es haben. Ja. Also schreibt mir mal eure Meinung zu diesem ganzen Smartphone-Gedöns. Würde mich interessieren, ist das was, ist das nichts? Ist das was, was an der Altersgruppe hängt? Ich habe einfach diese Bedenken, dieses Problem, dass ich nicht glaube, dass es viel Überschneidung gibt zwischen, oder Überschneidung geben sollte, zwischen Lego-Fans und Smartphone-Gedaddel. Also klar, man daddelt, wenn man einmal anfängt, immer mit dem Smartphone, aber wenn man Lego spielt, zeitlich will ich ja Lego spielen und will nicht mit dem Smartphone rumdaddeln. Von daher gibt es da praktisch wenig Überschneidung. Und ich glaube, dass das eine mit dem anderen einfach eher schlecht als recht funktioniert. Ja. Okay, also versuchen wir mal eine Wertung. Spielspaß, man kann mit dem Set Spaß haben, man kann damit spielen. Und ich würde sagen, ja, ich brauche jetzt dieses Monster-Setting nicht unbedingt so sehr. Spielspaß sind für mich 3 von 5 Bricks. Es ist halt mit dem Schiff überschaubar und auf dem Schiff kann man jetzt nicht so viel machen. Man kann es auseinandernehmen, ist ein Schiffchen. 3 von 5 Bricks durchschnittlich. Bauspaß, hat mir durchaus Spaß gemacht, das zu bauen. Waren 3 von 5 Bricks oder sind 3 von 5 Bricks. Die Stabilität ist ganz gut. Auf dem Stand hier auch ganz gut. Tatsächlich halten die hier sogar, obwohl sie rumwackeln, halten sie. Man kann es da darauf hier rumtransportieren. Würde ich sagen, ja, Mai, es wackelt halt ein bisschen, aber es ist schon stabil. Es fällt vielleicht mal was ab. Ja, gehen wir mal 4 von 5 Bricks bei der Stabilität. Ist in Ordnung. Und die Optik, ich finde es okay. Ohne Aufkleber. Das mit den Aufklebern drückt die Optik, ja, nach unten. Von daher nur 3 von 5 Bricks. Preis und Verfügbarkeit, das Ding ist zu teuer, wird vielleicht bald nicht mehr verfügbar sein, eventuell End of Life, Ende 2020, weiß niemand, ist eine Vermutung. Auf der Lego-Website steht es noch nicht, zumindest habe ich es noch nicht entdeckt. Von daher, Preis und Verfügbarkeit gebe ich mal nur 2 von 5 Bricks. Ich finde es einfach zu teuer für 30 Euro. So komme ich zu meinem Gesamturteil von 3 von 5 Bricks. Es ist ein solides Set. Aber nichts Besonderes und es ist zu teuer, schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis und diese Smartphone-Feature und die Aufkleber, die drücken es halt. Ja, muss man leider sagen. Okay, ich hoffe trotzdem, euch hat das einen kleinen Eindruck gegeben. In den gekenterten Garnelenkutter von Lego, die 70419 aus der Hidden-Side-Serie. Wenn euch das Video gefallen hat,
gebt die Daumen hoch, lasst vielleicht ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und dann wünsche ich euch alles Gute, bleibt dran, bleibt gesund, schaut vielleicht mal das nächste Mal wieder rein, wenn es ein neues Video gibt zu einem Mock, zu einem meiner Mocks. Ihr wisst ja, das Burg-Mock-Projekt steht an. Oder zu Super Mario, da wird es hoffentlich bald wieder besser. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Mock Scout.